Ja, diese Woche gab es ja für den TWAB für Destiny richtig viel. Es sollen 6000 Wörter ungefähr sein. Wenn man das Ganze auf Deutsch übersetzt, sind es wahrscheinlich 8000 Wörter. Und es kommen einige Sachen auf, die klassenspezifisch mit Fähigkeiten und Perks und Buffs sind. Aber es gibt auch noch Waffenänderungen, es gibt PvP-Änderungen und das sind so die drei Hauptkategorien auf jeden Fall. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal schön in Ruhe an. Denn diese Woche in Destiny, auch wenn das Schicksal steht, yo, gibt es große Änderungen. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Destiny und BioWare, was ja das Mass Effect Bundle hervorgeholt hat. Dann gibt es eine Vorschau für die bevorstehenden Sandbox-Änderungen. Dann wird noch das neue Jahr gefeiert, chinesische Neujahr. Dann wird noch die Tries-Map angezeigt. Dann gibt es noch das Angebot für das Humble Bundle. Das hatte ich ja gestern schon im Video erwähnt. Dann Player Support und natürlich auch wieder die Gewinner der Woche für Content-Einreichungen. Hier wird eben kurz nochmal angemerkt, dass es ja dieses Bundle gibt zwischen Destiny und Mass Effect. Hier gibt es außerdem das Schiff, den Geist und den Sparrow kostenlos. Kostet gar nichts, auch nicht Glanzstaub, ist wirklich null. Und das haben die auf jeden Fall hier nochmal angemerkt. Jetzt kommen wir aber zur Sandbox-Änderung. Diese kommt mit Update 7.3.5 am 5. März, denn dieses Update soll das Game vorbereiten für das Update mit Into the Light, was ja im April kommt. Das ist ja dieses Extra-Ding, was so ein bisschen die Lücke füllen soll, wo ja eigentlich jetzt schon, eigentlich hätten wir, glaube ich, in anderthalb Wochen oder so The Final Shape. Das Schmerz. Aber gut. Also, fangen wir einmal an. Sandbox-Änderungen. Das ist der kurze Überblick. Es wird einmal für den Threat Inspector, also für eine Fähigkeit für den Hunter, werden Zeiten angepasst. Dann werden die Threatlings, das Leben wird reduziert im Schmelztiegel, dass die halt schneller kaputt gehen, weil die echt nerven. Dann wird noch angepasst, was es gibt wegen der Wiederherstellung und Strahlendeffekten. Da gibt es wohl auch irgendwie leichte Probleme. Und allgemeine Fähigkeitsverbesserungen, was zur Balance irgendwie dazu helfen soll. Auf jeden Fall wird beim Hunter diese Projektion, die man in Strand erschaffen kann, wird genervt im PvP auf jeden Fall. Die Abklingzeit wird nämlich erhöht, das steht hier unten. Und für PvE wird die Detonationsschaden, dass wenn man das Ding zerschießt, dass es dann mehr Schaden macht, das wird erhöht. Und was auch noch geändert wird, und zwar der Slam, womit man ja von oben runterspringt und dann die Gegner aufhängen kann, das wird um 50% von der Zeit her reduziert. Das heißt, wir können doppelt so oft die Gegner damit aufhängen, was ich persönlich richtig geil finde. Dann gibt es eine Änderung für die Threatlings allgemein, und zwar nämlich für PvP. Und zwar der Radius, in dem man die Threatlings abschießt, der ist ein bisschen erhöht, also ist es leichter, sie zu treffen. Dann wird der Schaden reduziert von 40 auf 35. Und wenn man den Aspekt drin hat, dass die mehr Schaden machen, wird es von 45 auf 38 Schaden reduziert. Dann wurde noch ein Problem behoben, dass sie wohl in Gruppen nicht so ganz agiert haben, wie sie sollten. Und dann wurde noch ein Bug behoben, dass es visuell wohl irgendwie irgendwelche Probleme gab. Dann gibt es für den Warlock nämlich noch eine Änderung, und zwar wird die Zielhilfe von diesen Nadelangriffen erhöht. Und zwar ist es aktuell so, dass man, wenn man es halt in der Nähe vom Gegner wirft, dass die Nadel halt automatisch hinfliegt, aber man muss schon wirklich genau drauf gucken. Das heißt, im Fight, wenn man sich viel bewegt, kann man gerne mal die Nadel irgendwo sonst wohin schießen und dann ist der Nahkampf halt leider weg. Der kommt halt nicht wieder wie beim Hunter, und das wird jetzt auf jeden Fall um 50% erhöht. Dann wurde die Reichweite von dem Nahkampf von 30 auf 45 Meter erhöht und die Geschwindigkeit wird um 5% erhöht. Und wenn man Ziel anvisiert hat und die Zielhilfe von dem Nahkampf aktiviert ist, so gesehen, dann wurde noch die Länge der Verfolgung erhöht. Und dann wurde noch ein Problem behoben, dass wenn man keinen Nahkampf hatte, irgendwie das dazu geführt hat, dass sich die Nadel nicht mehr aufgeladen hat, so wie ich das jetzt hier lese. So, dann gibt es was mit der Wiederherstellung. Ich werde die Seite jetzt wieder auf Englisch übersetzen, weil die deutsche Übersetzung ist absolut verwirrend. Und zwar gibt es nämlich Probleme mit Ember of Mercy und also Flamme der Gnade heißt es, glaube ich, und Flamme des Imperianers. Und zwar Ember of Mercy hat ja dafür gesorgt, dass wir, wenn wir ein Fire Sprite aufnehmen, dass wir dann ein bisschen Regeneration wieder dazu bekommen, aber das hat wohl alles wieder resettet. Und jetzt ist es halt so, dass wir das nicht resettet wieder bekommen, sondern dass wir immer wieder 2 Sekunden darauf aufberechnet bekommen, was wir schon an Wiederherstellung gerade laufen haben. Und wenn man noch Ember of Solation drin hat, bekommen wir 3 Sekunden drauf anstatt 2. Und Ember des Imperianers hat ja dafür gesorgt, dass man
Anstatt zum Beispiel, ich glaube, 8 Sekunden oder 10 Sekunden, halt 12 Sekunden hatte und das wird jetzt auf 15 Sekunden erhöht. Und dann bekommt der Titan noch einen Solarbuff und zwar gibt es ja den Nahkampf, dass wenn man slidet und dann Nahkampf drückt, dann macht man ja so einen Slam. Den kann man dann nochmal drücken, um dann auf den Boden zu hauen oder man lässt es einfach und fliegt in die Luft und macht so eine Feuerwelle. Ich finde diesen Nahkampf eigentlich ziemlich geil. Da wurde jetzt die Reichweite erhöht von 18 auf 20 Meter. Dann wurde die Höhe von dem Slam erhöht um 1 Meter, so wie ich das verstehe. Dann dieser Feuerverlauf, der es glaube ich sein sollte, der wurde von 16 auf 20 Meter erhöht. Und diese Welle, die dann losgeschickt wird, die geht jetzt auch nochmal ein bisschen schneller. Die wurde auch ein bisschen schneller. Von 16 Sekunden pro Sekunde auf 24 Meter pro Sekunde. Dann finde ich richtig geil. Und zwar für den Hunter gibt es ja dieses Gunpowder-Ding. Dass wenn man mehrere Solarkits gemacht hat, dass man dann halt diese Gunpowder, diese Extra-Granate, sag ich mal, dann kommt. Die kann man ja irgendwo hinschmeißen und detoniert sie selber. Oder man schießt sie selber ab bei einem Gegner oder über Gegner und die explodiert so. Was mir ganz oft passiert, ist, dass ich mich einfach damit selber kille, weil ich zu nah dran bin, weil diese Detonation ist sehr riesig, also der Radius ist riesig. Oder zum Beispiel, ich habe es öfters so, dass ich dann halt eine Heilgranate drin habe, weil ich ja halt die ganze Zeit diese Granate habe. Da will ich mich gerade heilen und schmeiß auf einmal diese Granate vor mir. Merkt das manchmal nicht und dann macht's bumm. Also gut, Spitzkopf, deine Zeit läuft ab. Du nennst mich Spitzkopf? Deswegen, das wird von 144 Schaden auf 80 Schaden verringert und das ist wirklich sehr gut. Jetzt kommen wir zur Waffenänderung und zwar gibt es ja diese eine Handcannon, Warden's Law, die hat so einen Burst-Schaden, die schießt so zwei Schüsse auf einmal. Und hier ist jetzt halt die Sache, dass der Aim Assist, wenn man in der Luft ist oder halt aus der Hüfte feuert, mit Maus und Keyboard um 25% reduziert wird. Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Dann bekommen Bogen noch eine Änderung. Und zwar wird der Auto-Aim-Fall-Off-Distanz, also ab welcher Distanz der Auto-Aim, oder zumindest der Aim-Assist, sage ich mal, denke ich mal, ist gemeint, aktiviert wird und endet, wird um 15% geändert. Dann der Aim-Assist allgemein, der hat eine längere Range. Aber der Radius, in dem der Auto-Aim aktiviert wird, sage ich mal, um den Hüter herum oder um den Gegner herum, wird um 5% verringert. Dann Auto-Rifles, was den Target-Lock-Perk angeht, da gibt es wohl ein kleines Problem. Und zwar, dass der 12. Perk irgendwie nicht aktiviert wurde. Das geht ja so stufenweise. Der wurde jetzt hinzugefügt, so wie ich das hier lese. Scout-Rifles bekommen 5% mehr Schaden. Im PvP bekommen Sniper-Rifles 10% reduzierten Auto-Aim. Sehr interessant. Also dann gibt es noch was Interessantes für Raketenwerfer und zwar nämlich bekommen Raketenwerfer mit präzisem Gehäuse 2 Schüsse mehr im Magazin, bekommen aber dafür 10-5% weniger Damage. Also da wird Damage runtergenommen. Und High Impact ist hier auch, die bekommen auch 2 Schüsse mehr im Magazin, das sind 2 Schüsse mehr hat. Und die machen jetzt mehr Donation Damage anstatt Impact Damage. Was aber nicht so schlimm ist, weil der allgemeine Damage dann ist immer noch der gleiche, es wird nur ein bisschen verschoben. Und hier steht auch noch, dass auch die Changes, die exotischen Raketenwerfer betrifft, nämlich zum Beispiel Todesbringer, Galahorn und die Wahrheit. Was interessant ist, dann hat man mit der Galahorn nochmal 2 Schuss mehr. Deathbringer kann, glaube ich, auch ziemlich interessant sein, weil more detonation damage anstatt impact damage, weil zum Beispiel Todesbringer, das ist ja dieser Raketenwerfer, den man über den Gegner schießt, der dann so aufgeht und dann diese kleinen Projektile auf den Gegner gehen. Und ich glaube, das zählt mehr als Detonation Damage. Das heißt, der wird da ziemlich einen Vorteil bekommen, glaube ich. Dann Heavy Grenade Launcher. Die Reserve-Ammo wird mindestens 6 sein, Maximum 10. Und dann hier der Impact Damage, wenn man Spike Grenades drin hat beim Heavy Grenade Launcher, geht von 50% auf 12%. Das heißt, es lohnt sich, also klar, 12% sind immer noch 12% besser als 0%, aber das ist schon heftig, weil das halt so das Ding war, was man auf dem Granatwerfer haben will, auch auf den Special, weil das betrifft ja jetzt nur Heavy. Und dann der allgemeine Damage halt von diesem Buff wird von 8 auf 3% runtergemacht. Okay, aber der allgemeine Schaden
von schweren Granatwerfer wird um 10% erhöht, womit man dafür sorgen will, dass Granatwerfer, die keinen Spike Grenade Perk haben, auch gut sind. Und der Detonation Damage, also der Explosionsdamage, der wird auch nochmal um 5% erhöht. Dann Frame Heavy Grenade Launcher, da haben wir aktuell nur einen. Das ist ja der Stasis. Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja noch mehr. Mit Into the Light vielleicht oder Final Shape, weiß nicht. Auf jeden Fall wird der Damage erhöht, allgemein um 20%. Und die Weite von dem Wraith-Ding wird nochmal erhöht um 40%. Das ist ja ziemlich schmal, wenn man sich das so anguckt. Das wird einfach ein bisschen breiter gemacht. Finde ich gut. Also allgemein, es ist mehr ein Balance-Ding hier bei Granatwerfern. Also es wird was runtergenommen, was das Perks angeht, aber die bekommen auch allgemein ein bisschen einen Buff. Ja, dann haben wir hier die Caster Swords. Ich weiß nicht genau, weil ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Weil hier steht, Caster Swords sind die einzigen, die einen Range Attack haben. Das sind aber Vortex-Gehäuse, soweit ich weiß. Ich glaube, die haben sich hier vertan. Aber gut, es sind die Schwerter mit den Projektilen. Bleiben wir dabei. Hier wird die Kosten von dem Projektil, was man schmeißt, von 5 auf 4 reduziert. Und dieser, was hier als Heavy Attack zählt, wird nochmal um 16% erhöht. Finde ich nicht schlecht. Es gibt auch zum Beispiel Schwerter, die andere Gegner in Brand stecken. Das ist vielleicht lustig. So, dann Exotics. Und zwar haben wir Schwingende Wachsamkeit. Hier wurde der Recoil, wenn man mit der Waffe schießt, etwas angepasst. Dann Vex Mitoclass. Der ADS, also der Aim Down Sight, Damage Fall Off, wird erhöht. Nämlich von 1.5 zu 1.7. So, Wunschänder. Da wird es jetzt so sein, dass dieses durch die Wände gucken deaktiviert wird nach 3 Sekunden. Klar, man kann das Ding die ganze Zeit durchgehend spannen, aber man kann halt nicht mehr, zum Beispiel jetzt in einem Team, der eine spielt Wunschänder und halt hält halt die ganze Zeit den Bogen offen und kann damit durch die Wände gucken und kann dann sagen, den Teammates, ey, da und da und da sind Gegner. Es ist sehr nervig. Es ist damit nicht komplett weg, weil man könnte halt trotzdem die ganze Zeit durchgehend spannen und gucken und dann ist wieder weg und neu spannen. Aber es reduziert es auf jeden Fall ein bisschen. Es macht es nerviger für die Leute. Das finde ich schon mal gut. Dann gibt es noch einen Buff und zwar für die Glaive mit der Bubble, die ich leider nicht habe. Und zwar war es nämlich so, dass wenn man in der Bubble war, hat man ja eine Damage Resistance bekommen, wie bei der normalen Bubble auch. Und das wird jetzt nochmal um 85% erhöht. Also, dass die Bubble auch wirklich ein bisschen was bringt. Das finde ich ganz lustig. Dann die Manticore. Hier muss der Gegner jetzt für 0,5 Sekunden in der Luft sein und Damage machen, bevor der Perk aktiviert wird, also wo man so in der Luft schwebt. Dann wird der Reload ein bisschen erhöht, dass es schneller geht. Tarabar bekommt die gleiche schnelle Special Reload-Animation anscheinend, so wie es hier steht. Und was auch interessant ist, wenn der Perk aktiv ist, dann sind wir für die Gegner schwerer zu treffen. Das ist das gleiche, wie wenn man auf dem Sparrow Always on Time unterwegs ist. Dann zumindest ist es, glaube ich, so, die Gegner treffen dann, wenn man abgeschossen wird, nicht wirklich. Ja. Und dann wird es jetzt so gemacht, dass wenn man diese Waffe spielt mit dem Airborne, also wenn man in der Luft ist, dass man ein Overshield bekommt und Muni zurückbekommt, wenn man dann Kills macht. Richtig interessant. Dann gibt es noch Extris, diesen neuen Granatwerfer, womit man so schießt wie so ein Scharritter. Auch richtig cool, dieses Teil, aber leider nicht so viel zu benutzen, weil ich finde, der Schaden, das lohnt sich nicht. Also es ist lustig zu spielen auf jeden Fall, zusammen mit den neuen Hunterarmen, weil das Ding ja auch, wenn Gegner sterben, so eine Motte erschafft. Aber hier ist jetzt so, dass wir Impact Damage um 50% erhöht kriegen. Die Detonation, also der Detonationsschaden, ist nicht davon betroffen, aber allgemein wird es auch wohl um 20% erhöht wohl. Und die Feuerrate wird auch nochmal um 17% erhöht. Das heißt, man kann noch schneller schießen. Sehr interessant. So, dann Heal-Clip. Heal-Clip ist ja dieser Perk, dass wenn man einen Gegner killt und danach reloadet, dass man sich und Verbündeten um sich herum so einen kleinen Heilungsschub gibt. Das war vorher halt nur Heilung 1. Wenn man jetzt nämlich nachlädt nach einem Kill, bekommen wir Heilung 2 und nicht mehr Heilung 1. Das heißt, das Ding ist noch ein bisschen stärker. Dann noch der Perk Röhrenlauf. Der wurde ja vorher immer aktiviert, wenn man Nahkampfschaden gemacht hat oder mehrere Schüsse hintereinander. Das wird jetzt auch mit Range Melee Attacks getriggert. Ist auf jeden Fall interessant. Dann wird Barrel Consistender auch nochmal geändert. Und zwar, wenn das nämlich einmal aktiviert ist, dass es dann 7,5 Sekunden dauert, bis es wieder aktiviert werden kann. Der Perk Kleingeld fügt jetzt
von den Subclass 3.0 einen Debuff ein, bringt 20 Punkte für einen Aim Assist und verringert den ADS Movement Speed. Bekommt auch nochmal 5% Reload Stats und fügt andere Buffs hinzu und refresht dann damit die Laufzeit. Okay, so, dann kommen hier noch ein paar andere Sachen, die jetzt, glaube ich, nicht so wichtig sind. Was ich aber hier auf jeden Fall noch wichtig finde, also sind keine gravierenden Änderungen, aber was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist für PvP hier nochmal Target Lock. Dieser Perk wird bei SMGs erst aktiviert bei 20%. Also wenn man schon 20% seines Magazins draufgeschossen hat. Vorher war es ja so, du hast 20% des Magazins draufgeschossen. Das waren, glaube ich, 2-3 Kugeln oder so. Und dann ging halt der Buff los. Dann ging halt dieser Perk los. Und es macht halt im PvP richtig doll Schaden. Also wenn du eine MP spielst ohne Target Lock, wird es schwierig. Dann Ambient Assassin. Das ist ja ein ziemlich geiler Perk. Und zwar, wenn du mit einer anderen Waffe Kills gemacht hast und wechselst dann auf diese Waffe, dann ist die ja erstmal nachgeladen. Plus noch, dass sie überladen wurde. So. Each activation is now capped on 100% of the magazine size instead of 150. Ja. Und das Overflowen ist jetzt nicht mehr viermal so stark. Also das Vierfache möglich, sondern nur noch das Dreifache. Okay. Bait and Switch wird auch reduced. Von 35 auf 30. Juhu, Freude. Sind zwar nur 5%, aber ist jetzt dann die Frage, was lohnt sich da mehr? Dann vielleicht sogar dieser andere Perk besser? Also 5% ist halt schon ein Ding bei Bait and Switch. Wenn ich mir überlege, Raketenwerfer, da spiele ich ja auch gerne mit explosiven Licht oder Bait and Switch, je nachdem wie die Situation ist. Vielleicht ist dann explosives Licht sogar gleich stark oder noch besser. Aber das muss man dann gucken, wie sich das verhält. So, und Want to Punch. Hier ist es jetzt so, dass dieser Perk deaktiviert wird, wenn man mit einem aufgeladenen Nahkampf Schaden macht. Was ich nicht ganz verstehe. Das war doch immer egal. Also, das war ja das, was so geil war. Also, das ist auch wohl ein Nerf. Mist. Die Construction bekommt auch nochmal eine Änderung. Updated the Perk. Ja. Okay, Mods, noch eine kleine Anmerkung, und zwar der Bonus-Damage für Mini-Bosse sollte eigentlich ein Teil von der Boss-Mod sein, die man auf Waffen tut und nicht vom Major, also von dem Gelben, weil es sind ja immer Bosse, das wird jetzt geupdatet. Diese ganzen Sachen, wie gesagt, die werden alle mit Into the Light vorbereitet, mit dem Update 7.3.5. Und ja, jetzt kommen wir eben kurz noch zu den PvP-Änderungen. Das wäre dann Part 3. Die haben auf jeden Fall 3 Ziele. Und zwar, sie möchten gerne den Spielern die Abfolge von Ereignissen, die zu ihrem Tod führen, klarer zu verstehen geben. Okay, damit sie leichter lernen können, sich verbessern zu können. Okay, die ändern natürlich auch die Waffen-Sandbox und die Fähigkeiten, indem die Anzahl der Optionen mit höherem Gewinn und weniger Risiko reduziert wird. Und man möchte die Spieler dazu animieren, Primärwaffen zu einem erstrebten Ziel zu machen. Ja, die deutsche Übersetzung ist... Dann gibt es hier richtig langen Text, was alles so ein bisschen zusammenfasst, was wir jetzt gleich noch anschauen. Und zwar, im Groben und Ganzen gibt es ja Checkmate, also dieses Schachmatt-Modus-Ding, wo man ein bisschen mehr Leben hat, wo aber Waffen weniger Schaden machen, wo Fähigkeiten sich viel langsamer aufladen, weil das ist alles so ein Testmodus, wo drin getestet wird, wie sich die Spieler darüber, also wie sie spielen, wie das Feedback davon ist. Dieser Gameplay-Modus ist ja auch mehr so auf Gameplay fokussiert, weil aktuell ist es manchmal so, dass du teilweise mit Fähigkeiten und so alles vollklatscht und es wenig Skill erfordert, manchmal einen Kill zu holen einfach. Und das möchte man gerne reduzieren, indem man, ja, nicht umfällt wie eine Fliege und nicht die ganze Zeit irgendwelche Granaten und sowas durch die Gegend fliegen. Das ist so die grobe Zusammenfassung auf jeden Fall. Ja, kommen wir hier runter zum Player Health. Und zwar wird das in Crucible, also in Smeltstiegel, um 30 Punkte erhöht. Denn aktuell hat man ein Leben von 70. Das wird dann erhöht im PvP, allgemein PvP, alles. Jeder Modus, soweit ich das verstanden habe. Ja, jeder Modus. Was ist dann eigentlich mit Checkmate? Wird das da auch nochmal genommen? Also wird das da addiert? Ich weiß es nicht. 100 Punkte Basisleben und wenn man... Und dann bekommt man noch 130 Schild drauf, wenn man Belastbarkeit richtig hoch hat. Sonst sind es 116 Punkte. So, Ability Cooldowns. Und zwar Minis, Granaten und Class Abilities
dauern 15% länger. Alles, komplett. Supers haben einen Cooldown, der wird jetzt um 20% erhöht. Und da kommen wir zu Ability Damage. Weil mit dem erhöhten Leben muss das ja auch ein bisschen gebalanced werden, sonst ja, sind die Granaten und so halt auch alle useless. Also, wir haben die Supers, die machen 31% mehr Schaden. Dann haben wir die Melees, die haben 16% mehr Schaden. Also es geht um den Base Melee Damage. Ich glaube nicht, dass das jetzt der geladene Melee Damage ist. Und Granaten, die Fluxgranate wird um 16% erhöht, der Rest wohl nicht. Und dann kommen wir zu den Waffen, und zwar Pulse Rifles, Auto Rifles, Sidearms und Scout Gewehre bekommen einen erhöhten Crit Damage von 14%. Das heißt, bei den Waffen wird man mehr belohnt, wenn man präzise ist. Dann Hand Cannons bekommen auch nochmal einen Crit Damage von 10%. Der allgemeine Bodyshot wird aber um 5% reduziert. Und der Flinch wird auch nochmal reduziert bei Hand Cannons. Aber auch die explosive Ladung kriegt auch nochmal 10% weniger Damage ab. Okay. Submachine Guns, also SMGs, Maschinenpistolen, so. Hier wird auch der kritische Damage um 12,5% erhöht. Und der Body Shell Damage um 3%. Das heißt hier auch wieder, wenn man, also so gesehen, wenn du mehr Skill hast, wirst du mehr belohnt. Punkt. Was ich gut finde. Das ist ja PvP. Und Bogen bekommen allgemein Base Damage. Da wird der reduziert um 15%. So, dann Special Ammo. Das hier ist echt interessant, wie die das jetzt hier ändern. Nach einer längeren Testphase wird das Spezialmunitionssystem ins normale Crucible verlegt. Und zwar wird jetzt jedes Spiel, wenn man da rein startet, mit 2 Kills würdigen Special Ammos für jede Waffe reingehauen. Ja, ist jetzt die Frage. Ja, es wird wahrscheinlich so sein wie jetzt auch. Schrotflinten 2 Schuss, Sniper 2 Schuss. Und dann gibt es noch die anderen Special-Waffen. Die werden auch größer. Also wird, glaube ich, nichts anders sein. Dann das nächste. Jedes Mal, wenn wir spawnen. Also anstatt jedes Mal, wenn wir spawnen, dass wir auch wieder zweimal Munition bekommen, ist es jetzt so, dass wir mit Punkten Spezialmunition auffüllen können. Und wenn wir 100 Punkte erreicht haben, bekommen wir wieder 2 Schuss. Oder zumindest für 2 Kills. Ich denke mal, das schreiben die mit 2 Kills hin, weil es gibt ja auch inzwischen diese Rocket Special Hand Cannon oder auch die Special Hand Cannon aus dem 30 Jahre Bungee Pack, die ein bisschen mehr als 2 Schuss brauchen. Deswegen schreiben die wahrscheinlich 2 Kills hin. Das ist interessant gelöst. Also man kann anstatt die Muni zusätzlich aufnehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, das steht jetzt hier gerade nicht. Ich glaube, da unten steht es. Dass man halt so einen Balken auffüllt. Das finde ich interessant. Dass man auch dafür belohnt wird, dass man was macht. Also, man bekommt 23 Punkte für einen Kill, 10 für einen Assist, 10 für einen Tod. Wenn man eine Zone einnimmt, bekommt man 14. Wenn man Heavy Armor nimmt, hat man 8. Dann gibt es noch für den Spielmodus, und zwar Animation und Donation Point, gibt es für den Modus 38 Punkte. Für den Kill, also ein bisschen mehr. Assist 16, Def 16, Heavy Armor Pools haben wir 10 Punkte. 3 vs. 3 Modis, ne? Survival 3 vs. 3 Clash, okay. Und Cooldown Rush, ich denke mal, da wird auch Osiris mit reinziehen. Da bekommen wir 26, 12 und 11. Rumble bekommen wir 30 pro Kill, okay. Countdown bekommen wir, wenn wir Charges einnehmen, Diffusen oder Detonaten, bekommen wir 20, 40, 70 Punkte, okay. Und Kills mit Special Armor oder Heavy Armor geben keine Punkte für den Special Armor Meter. So, Jumping von der Map. Also wird das subtrahieren, also Minus machen, das Meter, den Meterspiegel. Also das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Und wir werden sie auch nicht verlieren, wenn wir sterben, okay. Und das Erhalten der Special Ammo wird zwischen den Runden passieren. Ich denke mal, das geht jetzt um Survival und so Sachen. So, und das Wechseln zwischen Doppel, Primary und dann Special wird den Special Ammo Meter wieder resetten. Okay, also das lohnt nicht. Und da werden noch Special-Waffen ein bisschen angepasst im PvP. Und zwar Trace Rifles, Shotguns und Fusion Rifles bekommen einen erhöhten Schaden von 20%. Glaze bekommen für den Project Damage 20%. Und der Melee Damage wird auch nochmal um 16% angehoben. Und die Heavy-Waffen, da wird zum Beispiel beim Heavy Grenade Launcher, da wird der Damage um 5% reduced. Machine Guns, da wird der Base Damage um 20% erhöht. Okay, und exotische Waffen, Fighting Line,
Da wird der Damage für gegen Player um 20% reduziert. Devil's Ruin, da wird der Charge Beam Damage reduziert um 15%. Die Scharlach, also die Crimson, da wird der Flinch etwas reduziert, der Impact. So, und den man von dem Scharlach-Spieler bekommt, so wie ich das verstehe, um 17,5%. Forerunner, hier wird auch nochmal der Schaden erhöht um 20%, okay. Und Summary, der Revolution Damage gegen Player wird auch nochmal um 16% erhöht. Okay, dann haben wir hier Happy Luna hier, also Neumond. Das hier ist der Code, den kann ich unten gerne nochmal in die Beschreibung reinpacken für das Emblem. Dann gibt es natürlich auch neue Eververse-Sachen. Das ist die dieswöchige Trials Map. Ich denke mal, das haben einige schon mitbekommen, wir haben Sonntag. Und das hier ist halt das Destiny Humble Bundle. Bundle, nicht Bumble. Hier haben wir nämlich für maximal 46 Euro haben wir einfach diese 6 DLCs. Plus halt, das hier ist Lightfall. Also das hier ist eigentlich die 100 Euro Version. Wo ich mir sage, okay, das lohnt nicht wirklich. Weil es jetzt nur noch bis Lightfall und alles danach ist ja eigentlich weg. Man kann sich aber, glaube ich, die ganzen Sachen rückwirkend noch holen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und vor allen Dingen, man kann hier die Spende anpassen. Man kann hier anpassen, wie viel soll Bungie bekommen? 1 Cent, okay. Wie viel soll die Foundation bekommen? Humble braucht natürlich ein Grundding, dass sie das hier überhaupt möglich machen können, klar. Also das kann man hier komplett anpassen und was man auch nehmen will. Also ich habe zum Beispiel noch für einen anderen Account, habe ich mir zum Beispiel das hier geholt, weil das dicke Ding ist halt, klar, nice to have, aber es ist halt eh voll bald vorbei. Deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich nicht, ist eh nur ein zweiter Account. Und ja, kann man hier noch anpassen. Dann geht man auf Checkout, dann gibt man die E-Mail ein, wo das hingehen soll und dann bekommt man Codes für die 3 DLCs, die man dann in Steam einlösen kann. Also wer unbedingt gerne auf PC wechseln will oder irgendwelche DLCs vielleicht noch fehlen, der kann sich das hier gönnen. Und ich finde, das ist eine ziemlich geile Aktion. Die geht halt noch bis zum 27. Bis zum 27. geht das. Bis zum 27. Februar. Ja. So, dann Player Report, dann Triumphe. Dann wird hier noch eine Erinnerung von Game to Gift Rewards, die Known Issues. Dann gibt es hier wieder die Arts of the Week. Okay. Und hier wird halt nochmal angemerkt, ne, dass es dieses Mal alles war. Das war eine große Sandbox-Änderung. Und vor allen Dingen, dass wir die Weekly Wishes von Riven nicht vergessen sollen. Ja, das war's soweit. Das ist ein riesen Ding. Ich denke, also es war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich dieses riesige Ding hier größtenteils auseinandergenommen habe. Schreibt mir da gerne euer Feedback drin. Ich denke mal, ein paar Sachen habe ich falsch, also nicht ganz korrekt gecallt, weil die Übersetzung nicht so ganz fein war. Aber ich verlinke euch das Twab-Ding auf jeden Fall nochmal unten, dass ihr nochmal selber nachschauen könnt. Und auf Deutsch ist es leider noch nicht verfügbar, nur auf Englisch. Und die Google-Übersetzung hat nicht so ganz funktioniert. Aber gut, ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ich habe noch ein paar Bildvideos auf Tasche. Mal gucken, wann ich die hochlade. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Text-Video. Ich denke mal, da wird der Twab auch wieder drin sein. Der wird wahrscheinlich nicht nochmal so riesig sein. Also, ich hoffe es. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.